Hi, servus. Heute möchte ich dir mal ein bisschen einen Einblick geben in das Leben von einem Profi-Networker. Wie schaut so der tägliche Ablauf aus? Ich hab's mir oft angeschrieben und gesagt, hey, ja, was ist da zum Tor, was machst du da, wie viel arbeitest, wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Und deswegen habe ich mich entschlossen, mal ein Video zu machen, um euch mal ein bisschen einen Einblick zu geben, hey, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und das ist sehr, sehr spannend. Einige Sachen wirst du nicht glauben, andere Sachen werden dir bewusst sein und let's go. Also, es ist folgendermaßen. Ich sage euch auch meine Morgenroutine. Ich stehe in der Früh auf und bevor ich aufstehe, schaue ich erstmal nach vorne auf mein Vision Board. Ein paar Minuten schauen wir meine Sachen an und es bringt mich gleich gut drauf. Da komme ich gleich in eine positive Energy, sehe ich meine Ziele gleich wieder, habe ich gleich wieder Fokus auf das, was drauf ankommt. Und was ist eigentlich zum Tor? Ich schaue mal Vision Board an, dann gibt es einen Track, den verrate ich euch, wenn ich die höchste Karrierestufen habe, dann spielen. Auf den bin ich extrem gankert, da habe ich extrem brutale, positive Energie. Dann schaue ich mir das Vision Board an, lege den Track auf, mache die Augen zu und lasse mein Ziel 10, also das ist der höchste Karriererang bei uns, lasse mein Ziel 10 Vision so durchlaufen. Track dauert 3,21 und bin voll in der Emotion drin und habe das Gefühl, Alter, du hast das schon geschafft, du bist schon Ziel 10. Das bringt mich mega gut drauf. Dann bin ich noch kurz 2, 3, 4 Minuten dankbar und denke mir, jawohl, ich habe einen sicheren Schlafplatz, ich habe gesunde Kinder, ich bin selber gesund, ich bin in der geilsten Company, ich bin frei, selbstbestimmt, was geht eigentlich? Und freue mich einfach über mein Leben. Dann stehe ich auf, machen wir immer einen Smoothie, da brauchen wir unsere Produkte, Bananerei und so. Cooles Frühstück. Mit einem Liter Mandelmilch, dann habe ich einen halben Liter zum Gleitringen, einen halben Liter nehme ich dann mit to go. Und bevor ich das Haus aber verlasse, habe ich mir angewohnt, alle WhatsApp zum Bearbeiten und alle E-Mails zum Beantworten, dass ich bei Null bin, bevor ich rausgehe. Ich habe mir am Vorabend auch aufgeschrieben, greife ich gleich mal vor, was sind die Priorität A-Aktivitäten, was ich am nächsten Tag mache. Und es ist relativ einfach. Und das sage ich euch jetzt auch gleich. Ich weiß, was sind die wichtigen Sachen, ich weiß, welche festen Termine habe ich schon und habe dann alles abgearbeitet und bin auf Null. Dann gehe ich 4 bis 5 Mal in der Woche in Sport, fahre in Sport, trainiere 75 bis 85 Minuten, dusche mich, fahre zurück, gehe Mittagessen. Und dann geht mein richtiger Arbeitstag an. In der Zeit sind natürlich schon wieder einige E-Mails oder einige WhatsApp aufgelaufen, die wo ich beantworten kann. Und dann geht es mir immer darum, ich habe es in einem anderen Video gelernt, die zwei erklärt, die zwei Hauptaktivitäten ist Menschen, Eilern für Präsentationen und Präsentieren. Also ich habe dann im Monat, um es hochzurechnen, 4 bis 8 Produktpräsentationen, die wo ich mache. Ich habe 2, 3 Business-Präsentationen, offizielle, wo ich mache. Und ich rede natürlich mit einigen Leuten über das Business. Also für meinen aktiven Aufbau verwende ich vielleicht 2 Stunden am Tag. Telefonieren und präsentieren, wenn ich das umrechne, 2 Stunden ungefähr für das. Ich habe dann auch noch 2 Kinder von 2 Frauen und die kümmere ich mich natürlich auch, wenn es geht. Und dann kommt das Angenehme. Ich bin sehr, sehr aktiv in meiner Freizeit, also ich mache relativ viel Sport, ich bin generell viel unterwegs, gehe gerne in die Sauna, gehe gerne schwimmen, bin generell ein aktives, fittes Bürschchen und in der Zeit, wo ich einfach unterwegs bin, wo ich die Sachen mache, auf die, wo ich Bock habe, lerne ich natürlich neue Leute kennen. Aber wahrscheinlich auch anders wirst du jetzt meinst, so, ja, da muss ich irgendjemand voll labern, ganz und gar nicht. Das einzige Kriterium, dass ich jemanden frage, ob er mit mir gemeinsam ein gescheites Business aufbaut, ist, dass er mir sympathisch ist. Und das ist ähnlich, ich hoffe, du hast GoPro gelesen, wenn du auf dem Kanal unterwegs bist. Das ist ähnlich wie bei GoPro. Ich starte immer mit einem ehrlichen Kompliment rein in das Gespräch. Wieso? Ich bin einfach ein ehrlicher Kerl, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Deswegen sind die Videos immer One Take, auch nicht geschnitten. So wie das wahre Leben ist, One Shot und One Take. So wie das wahre Leben ist, wenn mir jemand sympathisch ist, ratsche ich mit ihm, sage ich, hey, cool, das und das taugt mir, was magst du eigentlich beruflich, ja, das und das, wie heißt du, ja, so, wo kommst du her, ja, so und so. Dann habe ich schon ein paar Informationen und wenn er mir dann immer noch sympathisch ist, sage ich, ganz ehrlich, Kai, genau so jemand wie die brauche ich für mein Team. Der, was so aufgeschlossen ist, der, was so hungrig ist, ja, und so ein sympathisch Bürschchen, warst du denn grundsätzlich offen, dass wir da mal drüber reden? Jo. Und dann rede ich nicht mehr weiter.
dann mache ich mir einen separaten Termin aus oder Zoom-Call oder ich habe eine vorgefertigte Präsentation, was ich schicke. Also ich lerne in meinem normalen Pool von den Vertriebspartnern, was ich im Team habe, habe ich entweder kennt oder habe es in meinem ganz normalen Leben irgendwo auf einem Seminar, beim Sport, beim Freizeitmacher kennengelernt. Das heißt, ich tue ungefähr 2 Stunden am Tag für den Aufbau von meinem Business verwenden und ungefähr 1 bis 2 Stunden, kommt drauf an, auf Coaching von meiner Truppe. Ich habe viel automatisiert, damit ich viele Tools zur Verfügung stellen kann, die wo automatisch laufen, die wo mein Team benutzen kann, die wo wieder für die Duplikation Qualität duplizieren, die wo viel Freizeit schaffen, für mich, aber auch für meine Teampartner. Und von dem her habe ich da viel Freiraum. Und ich mache dann auch noch so 5, 6, 7 Zoom-Calls im Monat für irgendwelche anderen Teams aus unserer Company. Das ist, glaube ich, einzigartig und geil bei uns, dass wir eine gemeinsame Vision haben, einen grünen Fußabdruck in Europa zu hinterlassen und dass die Teams auch zusammenarbeiten aus komplett anderen Linien, die wo nichts miteinander zu tun haben. Da mache ich abends, mache ich dann noch, sagen wir mal, einmal in der Woche, eineinhalb Mal in der Woche, mache ich noch einen Zoom-Call. Und das war's. Das ist so das Leben, das, was ich lebe. Am Abend, wenn ich dann, bevor ich ins Bett gehe, schreibe ich mein Dankestagebuch, wo ich reinschreibe Dinge, wo ich dankbar bin, was ich gut gemacht habe. Und dass ich mit einer positiven Emotion ins Bett gehe, schaue mein Visionboard noch ein bisschen an, dann notiere ich mir meine wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag, schaue in den Kalender rein, was habe ich morgen zum tun, und dann bin ich mega entspannt, lese noch ein paar Seiten und dann gehe ich ins Bett. Also das ist so der durchschnittliche Tag, den ich verbringe, und das taugt mir mega. Wieso? Weil ich muss nicht gleich in der Früh das Hackeln anfangen, sondern habe für mich einen Weg gefunden, und das ist ja auch das Geile am Network Marketing. Man redet immer über die Kohle, über so viele Sachen. Es ist auch schön, wenn man ein bisschen Geld verdient. Aber eigentlich geht es für mich, mein oberster Wert ist Freiheit, Selbstbestimmtheit, dass ich die Sachen machen kann, wie ich Bock drauf habe. Und ihr seht, ich tue gar nicht so viele Stunden aufwenden, um aktiv mein Geschäft nach vorne zu bringen, sondern ich habe letztes Jahr viel aufgewendet, um eine gute Infrastruktur, um eine gute Grundlage zu schaffen, die wo man jetzt mittelfristig sehr, sehr viel Zeit spart. Ich investiere dann auch noch 1,5 Stunden vielleicht am Tag in Social Media. Mit dem, was ich jetzt mache, mit Videos dran, mit Videos online stellen, ja, ein bisschen posten und so, ein bisschen schauen, was machen die anderen. Und das ist mein Tag. Und das ist das Geniale, das Life-Life-Balance, oder? Deswegen ist es schwierig zu sagen, wie viele Stunden tust du machen, weil das ist mein Leben. Es ist nicht Arbeit, Familie, Hobby, sondern das Ganze ist ein Komplex. Das ist Leben. Und da steht auf dem Absender Network Marketing drauf. Ich hoffe, es war für dich interessant, dass du ein bisschen schauen können hast, okay, was ist zum Tor? Wenn du jetzt noch hauptberuflich arbeitest und sagst, hey, ich möchte auch im Network Marketing starten, wäre es cool, wenn du das bei mir machen würdest. Wenn nicht, gebe ich dir aber trotzdem einen Tipp. Die langen 30 bis 60 Minuten, wenn du die richtigen Sachen tust, weil du hast noch kein großes Team, du musst noch nicht irgendwelche Leadership Skills entwickelt haben, sondern du musst einfach Team aufbauen, Kunden aufbauen und dafür einladen und präsentieren. Und das kannst du mit einer halben Stunde bis einer Stunde am Tag locker machen, bis dann so viel verdienst, dass du aus der Arbeit auschecken kannst und dann ein bisschen die Frequenz erhöhen und dann führst du das Leben von einem Profi-Networker. Im Übrigen vergönne ich das jedem Menschen, weil ich glaube, das irgendwo reibrest sein in der Firma, die Zwänge für andere Leute arbeiten, sinnbefreit für viel zu wenig Kohle und für das, dass ich irgendwann mal ganz kleine Renten kriege. Ist nicht das, für das, wo wir geboren sind, für das, was wir auf der Welt sind. Deswegen wünsche ich mir für dich einen Changer, change dein Leben in dein Traumleben. Bevor du das magst, lass einen Daumen da, abonnier den Kanal. Über sinnvolle Kommentare und Support freue ich mich immer. Und schau mal in die Infobox rein, vielleicht ist da für dich was drin. Bis zum nächsten Video, mach's gut und ciao.